In diesem Video baue ich eine Rollente. Zudem finde ich heraus, warum man doch auf der Y-Achse auch einen Endstopp haben sollte. Das Video ist so ein bisschen zwischendurch entstanden. Und zwar möchte ich für mein Patenkind so einen kleinen, so eine Ente machen mit 4 Rollen, also 2 links, 2 rechts. Hier kommt dann eine Bohrung rein und da mache ich dann einen Dübel rein. Und dann, weiß nicht, irgendwo hier vielleicht kommt dann ein Seil dran und dann kann man das so hinterherziehen. Hatte ich mal bei einem anderen YouTuber gesehen, von Let's Bastel, der hat das schon mal gemacht. Das habe ich jetzt noch ein bisschen gemobbt. Ich fand die Idee eigentlich ganz gut. Und wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, da habe ich hier drüben meine Serienproduktion gemacht. Gucken, ob ich es jetzt ausspanne oder ob ich hier oben die Fläche nutze. Vielleicht nutze ich einfach die Fläche hier oben und mache hier jetzt diese Ente rein. Hier hat wieder einmal die Faulheit gesiegt. Ich dachte mir, ach, meine Opferplatte ist so groß, da kann ich auch ruhig oben noch den Rest nutzen und die Ente ausfräsen. Das war leider eine fatale Fehlentscheidung, denn aufgrund der breiten Wagen, die ich rechts und links habe, ist doch meine Fräsfläche in der Y-Achse stark eingegrenzt. Und ich teste jetzt einfach mal so ein bisschen die Grenzen aus, bis wohin denn eigentlich meine Achse in Y geht. Hier nochmal im letzten Video zu den Updates der CNC habe ich ja Endstops installiert, die ich auch irgendwann mal vielleicht verbessern werde, dass sie überfahrbar sind. Da habe ich ja einige Tipps schon zugekriegt und ich werde auch noch hier im Bild zu sehen den Schmiernippel entfernen, weil da eigentlich gar kein Schmiernippel sein dürfte. Das ist eigentlich zum Einstellen des Spiels. Man sieht sie an den Linearwagen der Z-Achse. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich mir hier einen kleinen Fehler eingebaut. Ihr werdet es gleich sehen oder ihr habt es sogar schon im Intro gesehen. Ich bin hier auf Hardstop im Prinzip der Y-Achse gefahren. So, die Ente habe ich jetzt fertig gefräst. Ich habe 2-3 Stege, ich glaube 4 Stege stehen gelassen, die ich dann später austrennen werde. Jetzt möchte ich die Räder fräsen. Dazu mache ich 10 cm tiefe Löcher. Was jetzt hier bei denen hier passiert ist, ist, da habe ich die Starttiefe auf 10 mm eingestellt. Das heißt, er ist am Anfang sofort 10 mm reingefahren und dann nochmal 10 mm tief gefahren. So, jetzt nimmt das Unheil seinen Lauf. Hier hat man den ersten Sprung schon gesehen. Er ist schon einmal hinten auf den Hardstop gefahren, deswegen ist er da einmal schon zurückgefallen. Das heißt, ab jetzt stimmt der Nullpunkt schon nicht mehr. Und jetzt fährt er nicht nochmal drauf, weil er im Prinzip schon in Y nach vorne verrückt ist. Jetzt ist er gerade nochmal dagegen gefahren. Und man sieht jetzt schon, jetzt stimmt schon überhaupt gar nicht mehr der Referenzpunkt. Eigentlich sollte im Prinzip konzentrisch um die mittlere Bohrung der Kreis verlaufen und jetzt hat es gesehen, er ist als gegen den Hardstop hinten gefahren und hat dann die Schritte übersprungen, deswegen stimmt auch der Referenzpunkt nicht mehr. Ja, und jetzt einmal nochmal volle Granate. Ja, daran hatte ich nicht gedacht. Das passiert, wenn man mal schnell nebenbei weil was fräsen möchte, ohne groß drüber nachzudenken. Da ich ja jetzt die 4 Reifen, verkackt habe, habe ich jetzt auf der anderen Seite nochmal neu angefangen und habe neue 4 Reifen ausgefräst. Jetzt muss ich natürlich den Referenzpunkt neu setzen, da er nicht mehr gestimmt hat. Und jetzt kann man auch sehen, dass die Räder, die Außenkontur, schön konzentrisch zu dem mittleren Loch verlaufen. Ich habe jetzt auch alles gecheckt, dass die Achse sich nicht verbogen hat oder irgendwelches Aluminium sich verbogen hat. Das war jetzt glücklicherweise nicht der Fall, das ist alles glimpflich ausgelaufen. Zum Glück hatten die Motoren dann doch nicht so viel Kraft, um irgendwas zu verbiegen. Da hatte ich noch ein bisschen Glück gehabt.
Die Ente, die ist echt schon cool geworden. Bin ich echt glücklich damit. Dadurch, dass ich das einfach so ein bisschen nebenbei gezeichnet habe. Aber eigentlich war mein Plan, dass ich hier Paracord nehme und den hier vorne irgendwo festbinde und dann die Ente hinterherziehen kann. Dafür ist die Ente jetzt aber ein bisschen klein geworden. Was ich jetzt mache, ich mache die Ente ein bisschen größer, also ich skaliere die Form der Ente ein bisschen auf. Die Reifengröße lasse ich gleich, auch die Position lasse ich, glaube ich, der Reifen. Das sieht eigentlich schon ganz cool aus. Also die Welt rollt ja auch super. Nur, dass ich hier vorne dann irgendwo ein Loch setzen kann, damit ich da einen Paracord dran machen kann. Wo genau, weiß ich noch nicht. Sehen wir gleich. Und hier ist meine große Ente. Die habe ich um 1,6 aufskaliert, im Gegensatz zu dieser Original-Ente. Das ist übrigens schon die dritte Ente, die ich gemacht habe. Die erste Ente habe ich schon an mein Patenkind verschenkt. Der hat sich sehr gefreut. Direkt erstmal dran rumgenuckelt. Er ist noch ziemlich klein. Aber das ist auch nicht schlimm, denn das Öl, was ich verwendet habe, ist lebensmittelecht und noch komplett natürlich. Es steht sogar auf der Verpackung drauf, dass es für Kinderspielzeug geeignet ist. Da solltet ihr natürlich auch drauf achten, wenn ihr sowas nachbauen wollt. Thema Nachbauen. Drüben steht mein Rechner. Ich packe jetzt die DXF-Datei auf den Stick und dann packe ich das unter das Video und dann könnt ihr euch sowas auch nachbauen. Ihr braucht noch nicht mal eine CNC dazu. Das Projekt eignet sich auch super, um es mit der Stichsäge auszusägen oder mit der Bandsäge, je nachdem, was ihr habt. Und dann könnt ihr auch sowas verschenken. Ja, eigentlich wollte ich ja auch ein Loch hier reinbohren. Das habe ich jetzt doch gelassen, weil ich finde die Ente so schön, wenn ich jetzt irgendwo ein Loch reinbohre, dann würde ich die irgendwie ein bisschen versauen. Deswegen dachte ich mir, ich nehme einfach das Seil und binde der Ente um den Hals. Als Schal. Eine Sache werde ich vielleicht noch machen. Und zwar möchte ich hier vorne so ein kleines Stück Holz dran binden. Dann ist das wie früher beim Schlittenfahren und man hat was zum Greifen, um die Ente hinter sich herzuziehen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!